Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir sind hier bei Ofer gewesen und der hat uns eine neue Fähigkeit verkauft. Holy fuck. Der Typ ist mir komplett unsympathisch. So, also nicht Ofer, sondern der hier. Wobei Ofer auch, weil der hat nämlich ganz schön hohe Preise. Der hat uns einiges an Kohle abgezogen und das war angeblich mit Rabatt. Also ich weiß nicht, ob der uns nicht übers Ohr gehauen hat. Naja. Ui! Pleitegeier! Nee, kein Pleitegeier, das ist was anderes. Ein weiter Eichhörnchen. Wie viel Leben habe ich noch? Ah, okay. So, denn wir haben jetzt den Lichtspeer, der unendlich viel Energie frisst. Bin ich eigentlich gerade richtig? Das sollte ich erstmal prüfen, bevor ich hier lang renne. Ja, okay, wir sollen nach da oben. Und hier unten gibt's Action. Und da ist sogar so eine Quest. Ah, genau, hier gibt es diesen Schrein, zu dem wollten wir ja. Na dann, runter da. Runter da, da gucken wir nach. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eben diesen, ja, Lichtspeer, wie auch immer das Ding heißt. Und was zur Hölle ist das hier eigentlich? Das ist... Ich weiß nicht, ob ich dagegen springen kann. Ah! Ah! Aha, okay. Will ich da runter? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich will ich hier hinten runter. Okay, interessant. Dieser Speer ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass scheinbar. LOL? Okay. Brauche ich dafür diese Klebenfähigkeit oder macht Ori das einfach immer? Keine Ahnung! Oh, diese Viecher! Die sind ätzend! So. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, für wie wir den Lichtspeer einsetzen werden. Ob der für Weiterkommen notwendig ist oder ob der einfach nur als Waffe gegen Gegner ist. Wir können es mal bei dem hier gerade ausprobieren. Achtung. Moment. Bam! Oh, jawohl. Ist schon geil, aber es frisst halt mega viel Energie, ne? Das ist halt die Sache. Wir können das nicht sehr oft einsetzen. Was haben wir denn hier? Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sagt mir auch nicht, was es ist und es macht auch nichts. Hm. Ja, also der Lichtspeer frisst 2 Energiepunkte, was halt schon wirklich ordentlich viel ist. Aber es ist halt schon nicht schlecht, ne? Also man kann halt schön auf Entfernung so einmal quer über den Bildschirm durchballern. Das ist schon ganz geil. Also eigentlich würde ich da ganz gerne irgendwo runter. Habe ich jetzt den Abzweig übersehen? Ah, hier. Ah, nein, da können wir noch nicht hin, oder was? Okay, warte mal, wir hätten auch da links irgendwo runtergekonnt, aber ich glaube, auch da konnten wir noch nicht hin. Oh, wie blöd. Geht also wie weiter wie im letzten Part. Ich finde jede Menge tolle Sachen, aber wir können da noch nicht hin. Ja. Ja, auch hier können wir noch nicht runter. Ach, schade. Ah ja, gut, Leute. Dann nicht. Dann klettern wir wieder hoch und machen stattdessen da endlich weiter, wo wir weitermachen sollen. Allerdings nicht so. Denn da geht's nicht hin. Und zwar gehen wir zu Kovo irgendwas. Wie hieß der Kollege? Quollock, genau, Quollock. Und der kann uns vielleicht irgendwie weiterhelfen. Hoffe ich mal. Aua. Hä, warte mal, wie zum Teufel komme ich eigentlich wieder hoch? Ach, da links kann ich, ja, genau. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ich dachte schon so, hä? Oh, what? Warte mal. Wait a fucking minute. Yo, wie geil ist das denn? Auch so eine Fähigkeit, die mir gar nicht erklärt wurde. Hä? Warum kann ich das einfach? Wie krass. Okay. Oh, da kann ich nicht klettern. Hä, doch, muss ich eigentlich können. Warte mal. Nein? Hä, doch, ich muss doch da hoch können. Komm schon. Nein, geht nicht. Okay. Au! Mann, oh. Scheiße, nein. Okay. So, und jetzt geht's rechts oben weiter, ne? Ja, ja. Also gut, Leute. Oh, warte mal, da ist noch so ein Energieding. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil die können wir gebrauchen. Ach nee, das ist dieses Trampolin. Oh. Okay, das können wir auch gebrauchen. Warte kurz. Dann machen wir so und dann zack. Nee, reicht nicht. Hä? Ah, okay, hier. Nein. Close Sache. Au. Mensch. Goddammit. Fuck. Kannst du mal bitte nicht sterben? Das wäre voll cool. So. Hä, aber das reicht nicht, um da hochzukommen. Wie machen wir das denn? Leute, habt ihr eine Idee? Warte mal, vielleicht, wenn ich hier ein bisschen knapper abspringe. Ja, 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 okay. So, jetzt möchte ich ganz gerne hier erstmal hoch. Aber nicht mit zu viel Schwung, wenn wir jetzt uns dann mit zu viel Schwung hochballern. Das war so klar, oder? Das war einfach nur klar. Okay, whatever. Hauptsache, wir sind da durch. Und jetzt geht's weiter. Ne? Ja, nice. So muss das sein. Diese Lags sind schon ein bisschen nervig. Das heißt Lags, ist ja gar kein Lag, das ist einfach ein kompletter Aussetzer.
Kann ich da hin? Ja, nee, toll, weil das da geleuchtet hat. Ich dachte, ich könnte da hinspringen. Nein, kann ich nicht. Noch nicht jedenfalls. Wir müssen da wahrscheinlich irgendwie die Ranken wegmachen. Naja, egal. Wie findet ihr eigentlich diese Premiere-Funktion? Ich habe die ja jetzt bei Ori Part 1 benutzt. Okay, und ich rede erstmal nicht weiter. Wir Moki haben gesehen, wo die kleine Eule abgestürzt ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Gruselwald. Sie haben Kuh gesehen. Oh nein. Oh nein. Oh, hoffentlich können die uns zu ihr bringen. Die Feder. Oh nein, 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 nein. Komm, bring mich schnell hin. Quollok ist gütig, Quollok hilft. Okay, dann nichts wie zu Quollok. Auf geht's. Was machen sie denn jetzt? Oh. Ist dieser Vogel da oben Quollok? Ganz schnell zu Quollok. Komm schon. Keine Zeit verlieren. Bist du Quollok? Nee, du bist Tok. Ach ja, stimmt, du bist Tok. Logisch, dich kennen wir ja schon. Scheiße, was willst du schon wieder? Nur die, die in den Augen des großen Quollok würdig sind, dürfen eintreten. Ich bin würdig. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quollok, sondern nur eine Statue, was? Hä? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht mal Augen, in denen irgendjemand würdig sein könnte. Dumme Legende. Pfah. Hä? Ja, dann lass mich doch einfach durch und nerv mich nicht, Mensch. Ich hab's eilig. Mal for real. Oh. Sehr gut. Okay, okay, okay. Und dann können wir da runter, ja? Aber Quollok muss doch eigentlich hier oben weiter rechts sein. Okay, egal. Egal, wo wir ihn finden. Hauptsache, wir finden ihn. Möchte ich hier runter? Nein, denn da ist überhaupt nichts. Okay. Auf jeden Fall die Premiere-Funktion, ne, bei YouTube habe ich jetzt mal verwendet für den ersten Part von Ori, damit ihr so eine Ankündigung habt, wann es losgeht. Einfach weil es dann eben auf YouTube automatisch auf dem Kanal so eine, das Video sozusagen schon anzeigt, bevor es läuft. Wow. Das fand ich halt ganz cool, damit ihr direkt wisst, so, ja Leute, dann und dann geht's los, dann und dann muss ich vorbeischauen. Das kann man halt bei normalen Videos leider nicht aktivieren. Auch wenn ich da sowas auch ganz cool fände manchmal, gerade für neue Projekte. Aber deswegen habe ich mir halt gedacht, ich kann es so machen, dass ich jeweils die ersten Parts von einem Projekt einfach mit einer Premiere-Funktion mache. Habe ich ja jetzt auch bei dem neuen Minecraft-Projekt so gemacht. Eine neue Fähigkeit! Und ja, schreibt mir einfach gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von der Premiere-Funktion haltet, ob ich das weiter so machen soll. Der Geisterbogen! Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Geisterbogen? Fernkampf? Alter, musste ich gerade niesen. Boah, Junge, Junge. Ich glaube mal, ich hoffe mal, das schneide ich euch raus. Warte, lass mich ganz kurz den Timestamp aufschreiben. Ansonsten vergesse ich das. So, circa 10 Minuten. Oh Mann. Sorry, Leute. So, weiter geht's. Nein, doch. Nein, warte. Da, so. Geisterbogen. Okay, feuert ein Pfeil aus Licht ab. Packen wir mal auf B. Weil der Speer ist jetzt aktuell, ja, ein bisschen übertrieben. Oh. Oh. Und es kostet keine Energie. Und man kann es aus der Luft machen. Wie geil ist das denn, Leute? So kommt es zum Zeitlupeneffekt, wie aus Breath of the Wild zum Beispiel. Wow. Ey, ist das gut. Aber, ah, ach so, I see. Schon verstanden. Bam. Nee. Nein. Nein. Goddammit! Danke. Ja. Also, die Premiere. Ne? Wie gesagt, vielleicht mache ich es dann für alle ersten Parts von Projekten so, damit ihr einfach immer wisst schon, wann was Neues kommt. Wann ihr damit rechnen könnt. Ich dachte, das wäre vielleicht eine ganz coole Funktion. Für jeden Part werde ich es auf gar keinen Fall machen. Da braucht ihr keine Angst haben. Aber für die ersten Parts von Projekten dachte ich, bietet sich das doch irgendwie an. Deswegen, ja, brauche ich da eure Meinung, Leute. Schreibt es in die Kommentare. So, oh. Ach was, der Bogen kostet doch Energie. Oh,
Ja gut, dann habe ich jetzt ein Problem. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Wow, was bist du denn? Alter! Was hast du für eine aggressive Hypermücke? Heilige Scheiße. Wow! Das ist ja... Wow! Warte mal. Bam! Ja, wie geil! Du mich auch mal, Alter. Kannst mich mal fett? So, nein, das war nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Energie verbraucht denn der Fall? Ah ja, gerade so ein bisschen. Deswegen habe ich es auch nicht gemerkt. Okay. Ja, gut. Oh. Nein! Oh Mann, ernsthaft? Ah, jetzt for real? Jetzt komme ich da... Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Doch. Nein. Geht es nicht? Ernsthaft? Ach komm, das muss doch gehen. Ach, scheiße. Noch so eine Übermücke. Ah! Au! Die greift mich an, obwohl ich sie angreife. So eine Scheiße. Okay. Das ist nicht so ohne, diese Viecher. Also die Gegner sind schon einigermaßen stark, ne? Die treffen mich gefühlt öfter als im ersten Teil, die Gegner. Dafür haben die im ersten Teil, glaube ich, mehr Schaden gemacht. Weil die hier sind eigentlich ganz entspannt bisher. Weiß nicht genau. Okay. What auch ever. Ja, nice. Na, komm hoch da, bevor es wieder zugeht. Yes. Augenstein. Dieser seltsame augenförmige Edelstein würde gut in eine Steinaugenhöhle passen. Ah, bei Quollock da vorne, bei diesem komischen Steinsgedingsbums da, wo Tok meint, sie hat keine Augen. Ja klar. Oh nein. Aua, ey, halt dich doch fest. Da müssen wir hin. Okay, okay. Machen wir. Dann möchte ich ganz kurz vorher nochmal den falschen Knopf gedrückt, den zweiten Stein holen. Jawohl. Nice. Yes, das war ordentlich. Okay. Das ist der zweite. Perfekt, dann schnell wieder zurück, schnell wieder zurück. Oh, wir müssen rechtzeitig Kuh erreichen. Komm schon. Bei uns ist ja eigentlich der Wald ganz entspannt, ne? Bei ihr war es aber richtig, richtig dunkel und uneinladend. Okay, Kollege, mach's Maul auf, ich möchte weiter. Perfekt, unser Kollege Tok ist auch schon abgezogen, der hat keinen Bock mehr scheinbar. Egal. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Quollock und müssen hoffen, dass er weiß, wo wir lang müssen. Quollocks Tal. Okay. Und du bist Quollock? Nein, du bist Twillen. Wer ist denn Twillen? Oh, der leuchtende Fremde, von dem meine Kunden so beeindruckt sind. Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach so vom Himmel zu fallen? Ja, ist mir schon öfter passiert. Ich weiß nicht. Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängeln. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistersplittern. Oh, der verkauft uns... Ja, nicht Fähigkeiten, aber halt... Naja, doch, mehr oder weniger schon Fähigkeiten, aber halt die anderen Fähigkeiten, ne? Interesting. Eine zusätzliche Lebenszelle. Wow, krass. Versucht mehr Schaden gegen fliegende Gegner. Chance von 10%, 50% Bonusschaden zu verursachen. Ah ja. Eine zusätzliche Energiezelle. Senke Energiekosten um 50% und erhöhe erlittenen Schaden. What the fuck? Weniger Energiekosten und mehr Schaden. Doppelt so viel Schaden und halb so viele Kosten. Okay. Tausche maximale Gesundheit gegen Energie. Wie soll ich mir das vorstellen? Das kann ich jetzt gerade nicht so mir was drunter vorstellen. Keine Ahnung. 2200, ah ja. Der Dreifachsprung, oh. Oh, krass. Ah, der hat sogar noch mehr. Hä? 10% weniger. Ah, das kann ich aufrüsten. Das sind die, die ich schon habe. Die kann ich aufrüsten. Ah, okay. Leute, ganz ehrlich, wir machen auf jeden Fall das hier. Das ist doch mega krass. Oder halt die zusätzliche Energiezelle. Nee, komm. Ey. Mach den hier. 50% weniger Energiekosten und 100% mehr Schaden. Hallo? Na klar. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne, gerne. Aber jetzt halt mich nicht weiter auf. Ich muss... Oh! Okay, alles klar. Ich muss das ja auch noch ausrüsten, fällt mir gerade ein. 10% weniger Liter Schaden machen wir mal weg und dafür ballern wir mal Überladung rein da.
Okay, das Zeug ist, Quarlock ist offensichtlich kein Freund von ungebetenen Gästen, ansonsten würde er wohl so einen Scheiße nicht aufstellen. Oh nein, das reicht nicht. Oder ich bin schlecht gesprungen, eins von beidem. Gut, egal. Aber es muss reichen, weil ansonsten komme ich nicht weiter jetzt an dieser Stelle. Weil da hoch komme ich auf jeden Fall nicht. Nee, muss reichen. Oder bin ich hier falsch? Wo ist die Karte? Nein, ich bin hier absolut richtig. Okay, dann muss es reichen. Hä, aber es reicht nicht. Ach, ich bin dumm. Ich bin absolut dumm. Ich kann in dem sein Auge schießen. Nein, nein, nein. Oh, war das close. So, da, baller da rein. Ja, gar kein Problem. Kann ich da... Ach ja. Nein, ich kann da nicht laufen. Ist in Ordnung. Hab's schon verstanden. Hab's schon verstanden. Da, catch dies. So, okay. Ah. Aber man kann die Dinger auch so anvisieren, ne? Okay, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Alter, ja, die Energiekosten sind ja jetzt richtig low. Das ist ja mega geil. Guckt euch mal diese Energiekosten an. Das ist ja fast nichts mehr. Perfekt. Genauso muss das sein. Oh, da sind wieder welche von den Mokis. Du bist ein Geist, ja? Ich habe deinen Schatten gesehen. Warte, Geister haben Schatten? Nein, es ist wahr. Es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Die Geisterprüfung, neues Gerücht. Aha. Ein Moki hat erzählt, sonderliche Podeste enthüllten die Geister der Vergangenheit. Okay, da waren wir noch nicht. Es ist eine Nebenquest offensichtlich. Aber klingt einigermaßen interessant. Müssen wir vielleicht dann bei Gelegenheit auch mal vorbeischauen. Oh, was bist du denn, Alter? Das wollen wir mal überhaupt nicht. So. Alter, wo versteckt sich denn Quarlock? Mensch. Was ist das für ein Eingangsbereich hier? Ah, okay. Und vor allem, warum steht der so auf Giftwasser? Was soll die Scheiße? Aber hier durch können wir immer noch nicht, ne? Ich wäre beinahe wieder in den Stacheln dahin geblieben, ne? Close Sache. So. Okay. Ich glaube, Ori visiert automatisch schon an, wo wir hinschießen können, ne? Okay, das war zwar schön und gut, aber... Ah, doch. Ah, nee, nee, darunter können wir noch nicht. Aber was ich machen könnte ist... Nee, ich kann nicht hier, ich kann nicht da durch, okay. Nee, nee, nee. Oh nein! Mensch. Haben wir eigentlich wieder einen Death-Counter? Warte mal. Also früher gab es ein Pause-Menü einen Death-Counter. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich ganz gut. denn der war nachher am Ende des Spiels, am Ende des Projekts, was auch immer, doch schon ziemlich unangenehm hoch. Oh, die Pfeile kommen auch wieder runter. Hä, ich muss da rechts hoch, aber... Weil da ist so ein lila Ding und ich denke mal, da muss ich hin. Aber, wie soll ich das machen? Hä? Wow! Alter, was bist du für ein Sniper? Drecksack. Hä? Okay, warte mal, war ich hier doch richtig? Ich dachte, ich wäre hier falsch gewesen, aber... Eigentlich kann ich nur hier weiter. Oder, kann ich mich irgendwie daran festhalten oder so? Ich kann doch nicht durchschießen. Ach, was? Man kann die wieder zumachen! Ach ja, moin! Warum sagt mir das eigentlich keiner? Aua! Das ist ja, okay. Trickreich. Sehr trickreich. Ja, okay, hätte ich auch drauf kommen können, ehrlich gesagt. Habe ich ein bisschen arg auf dem Schlauch gestanden. Aber hey. Sonst wäre es kein Ori, wenn mir das nicht passieren würde. Von daher alles gut. Solange sich das im Rahmen hält, ist das okay. Ich möchte nur ungern in jedem zweiten Part irgendwie... Oh, ja, das war smart. Möchte nur sehr ungern in jedem zweiten Part irgendwie 20 Minuten rausschneiden müssen, weil ich es nicht gebacken kriege. Das wird mich ein bisschen ärgern. Oh, du Drecksau. Au. Boah, der ist krass drauf, der Kerl. Was ein Drecksschwein. Komm her. Zeig dich. Feige Sau. Bam. Nein. Oh, ich dachte, ich hab ihn getroffen. Jetzt aber. Schicht im Schacht. Und wir haben noch fast volle Energie. Wow, ist das krass. Okay, jetzt lass mich mal kurz... Warum sollte ich dieses Auge aktivieren? Hallo, kannst du es bitte aktivieren? Ach, dann lass es halt. Ganz ehrlich.
Mir doch egal. Ich brauche das, glaube ich, eh nicht. So, was haben wir jetzt hier? Okay, das geht aus irgendeinem Grund auch nicht auf. Hm. Oh, was? Ah! Okay, ich brauche irgendeine Art Gewicht oder sowas. Warte, kann ich diesen Stein runterschießen? Ah ne, da oben ist einer. Da oben ist... Ah, okay. Alles klar. Ja, ja, doch, genau. Ach, der macht die Klappe automatisch wieder zu. Genau, jetzt fällt der Stein runter. Aber wie kriege ich den jetzt da hoch? Ah, warte. Okay, Moment. Der andere Frosch, der hilft mir dabei, glaube ich. Ja, ich weiß wie. Ich nenne die Viecher jetzt übrigens einfach Frösche, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich nehme an, das passt schon einigermaßen. Ja, ich weiß jetzt. Hab's verstanden. Gar kein Problem, Leute. Wir machen das einmal so. Zack. Dann machen wir das so. Zack. Genau. Jetzt können wir nämlich den da drauf schieben. So. Bada bing, bada bing, bada boom. Dann aktivieren wir den da. Machen den dafür aus. So. Flop. Perfekt. Und dann können wir diesen Stein da drauf schieben. Und dann kommen wir da durch. Und dann nähern wir uns vielleicht auch schon Quallor. Komm schon. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Diese Viecher! Den kann man auch schwer ausweichen, ne? Wenn die einen erstmal angevisiert haben. Ja, die sind saukrass zielsuchend und schnell und was nicht noch alles. Wenn die einen erstmal anvisiert haben, hat man echt Probleme. Meine Güte! So. Ich glaube, diese Mücken werden mein neuer Hassgegner. Alter Vater. Die sind wie die Eulen aus dem ersten Teil, nur halt scheiße. Die Eulen waren wenigstens irgendwie cool. Die Dinger hier sind... Ah! Ekelhaft sind die einfach nur ekelhaft. Okay, so. Das ist schön. Nehmen wir mit. Okay. Ah! Okay, reicht. Na dann. Weg mit dem Scheiß. Der könnte man ja seine Toilette wieder putzen. Ich glaube, die läuft über, ey. Echt ungemütlich. Ah, meine Güte, ey. Was sollen denn die Mädels von dir denken, hä? Du kommst wohl nicht so auf Besuch hier. So, catch dies. Nein. Oh, du Drecksau. Du Schwein. Boah, wie krass die alle zielsuchend sind, ne? Irgendwie gefühlt ist jeder Gegner komplett zielsuchend in diesem Spiel. Das waren die auch im ersten Teil nicht. Alter. Nein. Okay, da renne ich sogar freiwillig die Stacheln. Alles klar. Stimmt, wir müssen mehr von diesen Punkten sammeln. Wie heißen die noch gleich? Weiß ich gar nicht mehr. That's not how it works. Okay, schade. Warum nicht? Dann kommen wir da wahrscheinlich aktuell noch nicht ran. Nee. Okay, naja gut, whatever. Ah doch, warte. Hier drüber bestimmt. Jawohl. Haha. Okay. Zack. Ah ja, jetzt machen wir es hier so von Stück zu Stück. Oh mein... Der ist zu kurz. Kollege, lass mal deine Zunge ein bisschen wachsen. Oh nein. Okay. So, und jetzt... Ach, der Sprung war scheiße. Ich bin da hängen geblieben, deswegen hat der erste Sprung nicht richtig gezählt. Okay, Leute. Moment. Jetzt, ist doch gar nicht so schwer eigentlich. Oh. Kann sein, dass ich hier falsch bin? Ha. Fuck. Okay, so geht's. Ja, aber jetzt bin ich ja auch nur wieder hier. Hä? Tja, vielleicht sollte man den blöden Schalter halt auch einfach ziehen, du Depp. Hä? Hä? Ja. Ja, Leute.
entweder bin ich geistig komplett abwesend oder das Spiel wollte mich einfach verarschen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich gucke mir das im Schnitt nochmal an, ob ich wirklich vergessen habe, diesen Schalter zu betätigen. Oder ob ich ihn betätigt habe und es irgendwie nicht reagiert hat oder sowas, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so dumm bin. Aber ja, scheinbar bin ich so dumm, weil man muss eigentlich nur diesen Schalter betätigen und danach ist da oben diese Wand offen. Jetzt sind hier auch 10 Milliarden Gegner plötzlich. Wo kommen die denn her? Ah! Oh, fuck. Nein, goddammit! Ich will doch einfach nur da hoch. Ah! Gepflegtes Säulchen ist auf jeden Fall schon am Start. So viel kann man mal festhalten. Jetzt geh doch drauf! Fucking hell! Und du auch, Alter! Verreck doch, du Bastard! Ah! Warum musst du mir dauernd auf den Sack gehen? Verpiss dich jetzt einfach! Meine Fresse! Boah! Jetzt habe ich 2 von denen! Ich kotze! Oh, sterbt alle! Bitte! Jetzt sterbt doch endlich! Ah! Gott! Okay. So, einmal Full-Kamikaze-Modus. Sorry, Leute. Ich hatte gar keinen Bock mehr gerade. Es tut mir wirklich leid, aber es hat mich gerade ein bisschen abgefuckt, dass ich so dumm bin, diesen Schalter zu finden. Oder beziehungsweise, was heißt zu finden? Ich habe ihn gesehen, aber ich dachte, ich hätte ihn schon betätigt. Keine Ahnung. Ich war irgendwie komplett abwesend einfach. Digga, wenn du mir jetzt auf den Sack gehst, dann ist wirklich alles vorbei. Dann ist Polen ganz weit offen. Okay. So. Oh, Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, wir haben es. Was soll's. Es gab wohl auch mal einen Bug, wo tatsächlich dieses Ding die ganze Zeit wieder zu war. Deswegen weiß ich jetzt halt nicht, ob... also ich muss das übrigens gerade nachgucken tatsächlich, ja. Deswegen regt es mich ja so auf. Warum bin ich hier gerade wieder runtergegangen? Warum bin ich so behindert? Oh, Mann. Es gab wohl tatsächlich mal einen Bug, wo dieses Ding eben nicht aufging. Der sollte eigentlich wohl gefixt sein, aber naja. You never know. Auf jeden Fall, was soll's. Jetzt sind wir hier durch und ich werde mir im Schnitt angucken, ob das Ganze meine Schuld war oder die des Spiels. Nein! 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 Ich hasse diese Viecher! Goddammit! Verreck in der Hölle, du... Wie krank sind diese Viecher drauf? Okay, wait a minute. Ich brauche irgendwas, was mega Schaden austeilt jetzt. Nee, warte, wo finde ich das eigentlich nochmal? Alter, wie sie wieder von beiden Seiten kommen! Ah! Ich werde wahnsinnig, ich werde absolut wahnsinnig. Okay, wait a fucking minute. Mit welchem Knopf finde ich das nochmal? Mit dem hier und dann, ja, okay. Ich will jetzt den maximalen Schaden. So. 15% mehr verursachter Schaden. Warte. Und erhöht erlittenen Schaden. Ach, oh fuck! Ich bin ja so behindert! Scheiße! Oh mein Gott, ich bin so blind! Da steht erhöhe erlittenen Schaden. Da steht nicht, dass ich 100% weniger Schaden kriege. Da steht, dass ich 100% mehr Schaden kriege. Oh mein Gott, Leute, ihr seid wahrscheinlich alle komplett ausgerastet, als ich das ausgewählt habe. Und ich wundere mich, warum ich nicht... Oh mein Gott, wir spielen gerade quasi die ganze Zeit einen Hard-Modus und ich blick's halt nicht. Alter, das kann nicht wahr sein. Nein. Ich habe quasi den Ultra-Hard-Modus gespielt und ich habe es nicht mal geblickt. Ach du Scheiße. Ey, ich bin doch so blöd. Oh Gott, was ist das für ein Part? Oh Gott, was ist das für ein Part? Scheiße, nee. Ah, wo muss ich eigentlich hin? Welcher finde Quarlock? Ja, da oben rechts. Aber wie komme ich denn nach da oben rechts eigentlich? Was ist hier los? Mann. Hilfe. What the fuck? Okay, da oben ist so ein Froschgesicht, aber das bringt mir überhaupt nichts, den abzuschießen. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt wieder zurück wahrscheinlich, Fragezeichen. Aber was hat mir jetzt eigentlich gebracht, da hinten gewesen zu sein? Ich war jetzt da hinten, aber was habe ich davon? Ach, konnte ich vorher diese Froschgesichter noch nicht aktivieren? Weiß ich gar nicht mehr. Oh nein, jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Ernsthaft? Wow! Oder nee, warte, wir haben das Wasser jetzt da weggemacht, ne? Das Giftwasser.
Deswegen geht's wahrscheinlich jetzt. Oh! Oh, der Sprung war so arschknapp. Okay, let me see. Da oben rechts. Achso, ja, nee, da ist immer noch diese Gift-Tor-Scheiße. Hä? Sag mal, wo zur Hölle müssen wir denn lang? Habe ich irgendwas Grundlegendes nicht geblickt? Ja, scheinbar, aber das hier war doch ein Kreislauf, da ist doch nichts mehr. Oder bin ich jetzt komplett durch, Leute? Wow! Also wahrscheinlich bin ich komplett durch. Wow, jetzt sind wir wieder hier. Ja, nee, ist klar. Hä? Ich blicke überhaupt. Das wollte ich gar nicht. Ja, guck mal, ich kann mir sogar wieder was leisten, okay. Mehr Schaden gegen fliegende Gegner. Ja, für diese scheiß Mücken. Gerne, jederzeit. Okay, ja, Leute, oh. Interesting, eine Lebenszelle. Okay, sehr gut. Gut, dass ich mir nicht die Lebenszelle gerade eben gekauft habe, ne? Das hätte mir nämlich gar nichts gebracht, weil, also es hätte mir schon was gebracht, aber... Ne? Nicht so viel. Oh nein, 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 nein. Warte. Okay, ich blick gerade echt nicht mehr, wo es lang geht. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen einen Deal. Ich beende den Part hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part werde ich rausgefunden haben, wo wir lang müssen, und dann machen wir da weiter. Also lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch dieser, ja, von Fails geprägte Part gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr ausgerastet seid, als ich diese ganze Scheiße gemacht habe, wie den Schalter übersehen und die falsche Fähigkeit auszuwählen. Ja, und dann sprechen wir uns im nächsten Part wieder, hoffentlich dann ein bisschen ausgeschlafener und vielleicht mit ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was ich eigentlich tue. Ja, ich freue mich über einen Daumen hoch, ein Abo gerne dalassen, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Die kommen jetzt übrigens täglich. Jeden zweiten Tag kommt dann auch ein, zusätzliches Projekt noch, also tatsächlich dann zwei Parts pro Tag, nämlich Plague Tale. Aber ansonsten kommt Ori auf jeden Fall wirklich jeden Tag jetzt durchgezogen. Und ja, ich denke mal, da könnt ihr euch drauf freuen. Montags, nee, nicht montags. Doch, montags, sehr wohl montags. Jeden Montag kommt ja das Minecraft-Projekt auch. Also auch darauf könnt ihr euch freuen. Also wie gesagt, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.